Sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Gesetzesbegründung der AfD-Fraktion natürlich durchzulesen. Und da ist davon die Rede, dass man die freie Religionsausübung schützen wolle, dass es um Schutz vor religiöser und politischer Intoleranz gehe und dass es um den Kampf gegen jede Form von Antisemitismus schon aufgrund unserer historischen Verpflichtung geht. Dem ist sicherlich zunächst mal uneingeschränkt zuzustimmen. Nur muss man dann deutlich machen, dass dies dann auch für jede Form der Religion gilt, insbesondere auch für den Islam. Und es ist auch deutlich zu machen, dass wenn man diesen durchaus zutreffenden Maßstab ausruft, der sich natürlich auch an die eigenen Haltung und Partei richten muss. Dem muss man bei sich selber dann auch verwirklichen. Und da darf ich darauf hinweisen, dass es eine Befragung des Allensbach-Institutes aus dem Sommer 2018 gibt, wo die Rede davon ist, dass 17% der AfD-Anhänger nicht gerne neben Juden leben möchten. Bei der Bevölkerung insgesamt sind es 3%. Und aus der sich ergibt, dass mehr als die Hälfte der Anhänger der AfD dem rassistischen Klischee folgt, Juden hätten weltweit zu viel Einfluss. Dann muss man dabei berücksichtigen, das möchte ich gar nicht wiederholen, hier aber auch schon geäußert wurde, dass es von AfD-Repräsentanten entsprechende Äußerungen gibt, die aus meiner Sicht antisemitisch zu beurteilen sind und so einzuordnen sind. Dass in der AfD-Fraktion, nicht in der AfD-Fraktion, sondern in der AfD als Partei Politiker geduldet werden, wie Herr Gedeon in Baden-Württemberg, der eindeutig antisemitisch ist. Dass die überlebenden Verbände hier in Niedersachsen sehr deutlich gemacht haben, dass sie eine Mitwirkung der AfD an der Stiftung Gedenkstätten in Niedersachsen eben dazu führen würde, dass sie sich zurückziehen aus der Arbeit. Auch das darf man nicht unberücksichtigt lassen. Und das Ganze mündet dann eigentlich in einer Beurteilung von Frau Charlotte Knobloch, der ehemaligen Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, die, ich zitiere, gesagt hat, die AfD ist und bleibt eine Partei, in der Antisemiten sich pudelwohl fühlen. Das alles, wenn man das in den Kontext stellt, ist dann doch sehr fragwürdig, dass genau die AfD sich dieses Themas annimmt. Gleichwohl ist natürlich zu bestätigen oder festzustellen, dass wir natürlich einen zunehmenden Antisemitismus in der Gesellschaft haben. Und ich möchte da nur auf Äußerungen von Michael Fürst aus dem September 2018 Bezug nehmen, der als Ursache für dieses Erstarken drei Punkte genannt hat. Einerseits den Zuspruch für Rechtsextremisten, dann die stärkere Zuwanderung von Muslimen, insbesondere den arabischen Ländern, und eine steigende Militanz junger Türken. Und mit diesen Punkten muss man sich natürlich auseinandersetzen, nur man muss sich dann auch in der Gesamtheit damit auseinandersetzen und darf sich nicht nur einzelne Punkte herauspicken, weil sie einem in das eigene ideologische Weltbild passen. Das tut aber der Gesetzentwurf. Denn der Gesetzentwurf bezieht sich ausschließlich auf die Zuwanderung von Menschen, insbesondere aus den arabischen Ländern. Und das, meine Damen und Herren, ist genau der Anhaltspunkt dafür, dass es hier der AfD sehr wohl um die Instrumentalisierung des wichtigen Themas der Bekämpfung des Antisemitismus geht. Und genau das macht diese Debatte in diesem wichtigen Thema so schwierig, dass ein berechtigtes Anliegen auf der einen Seite besteht, auf der anderen Seite ist aber erkennbar mit einem bestimmten Hintergrund instrumentalisiert wird. Und ich will nicht verhehlen, dass ich mir gewünscht hätte, wenn der Vorschlag der Präsidentin, Frau Andretta, die den ja schon vor längerer Zeit gemacht hätte, viel frühzeitiger aufgegriffen worden wäre, auch aus den Regierungsfraktionen heraus, und wir diese Diskussion in einem anderen Bereich dann hätten auch führen können. So wird dies von der Instrumentalisierung durch die AfD überschattet. Meine Damen und Herren, für uns ist entscheidend, dass wir zu einer umfassenden Bekämpfung des Antisemitismus kommen. Da reden wir über Schule, über Bildungsbereich, wir reden über, wie Antisemitismus in Betrieben und Unternehmen begegnet wird, auch im Privatleben und insbesondere auch im politischen Diskurs. Und ich will deutlich sagen, dass es nicht darum geht, nur eine spezielle Form des Antisemitismus, etwa den, der durch Menschen, die aus dem arabischen Raum zuwandern und dort möglicherweise auch in einer anderen Form ja gelebt wird, als das in unserer Gesellschaft der Fall ist, dass es nur um diesen Antisemitismus geht, sondern es geht um jede Form des Antisemitismus, um jegliche Motivation des Antisemitismus und vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte insbesondere um die Form des rechtsradikalen Antisemitismus, mit dem wir uns besonders auseinandersetzen müssen. Und ich darf abschließend sagen,
dass die Konzentration auf eine Beauftragtenfunktion sicherlich also oder zu kurz kommt. Das ist eine unserer Einschätzung, kann das ein wertvoller Beitrag sein, gerade im Hinblick darauf, dass wir eine Bundesbeauftragtenfunktion haben, Frau Präsidentin, ich sehe die Zeit und komme zum Schluss, und dass wir in anderen Ländern Antisemitismusbeauftragte haben. Ich glaube, da macht es auch Sinn, das in Niedersachsen so etwas einzurichten. Aber dabei darf man nicht stehen bleiben. Man darf nicht dem Irrtum unterliegen, dass man durch eine Schaffung einer Beauftragtenstelle damit alles getan hätte. Das kann nur ein Baustein sein, ein Gesamtkonzept, und daran wollen wir gerne mitarbeiten. Vielen Dank.